herzlich willkommen im Gestaltcafé. Schön, dass du hier bist. Hier kannst du inspirierenden Gesprächen rund um das Thema Gestalttherapie lauschen. Ganz nach dem Motto des gleichnamigen Buches von Irving Polster, jedes Menschenleben ist einen Roman wert, möchte ich in diesem Podcast mit meinen InterviewpartnerInnen die Gestaltarbeit erlebbarer und zugänglicher machen. Mein Name ist Katharina Renke. Ich bin Gestalttherapeutin und angehende Psychologin und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge des Gestaltcafés. Heute ist Julius Lassalle, Psychologe, Organisationsentwickler und Coach im Gestaltcafé zu Gast. Und uns ist es beiden ein Herzensthema, die humanistischen Ansätze sowohl im Coaching-Bereich als auch im körpertherapeutischen Bereich und psychotherapeutischen Bereich populärer zu machen. Heute sprechen wir über das Thema Embodiment. Du bist also genau richtig, wenn du erfahren möchtest, was ist Embodiment überhaupt? Wir geben dir einen Überblick in unserem Gespräch über die verschiedenen Strömungen in der Körpertherapie. Und natürlich erzählt uns Julius auch in diesem Gespräch, wie Embodiment sein Leben bereichert hat. Und nicht nur sein Leben, sondern auch, wie er Embodiment-Techniken in sein Coaching integriert, welche Übungen es da gibt. Es wird ziemlich praktisch in dieser Folge. Also wenn du die Möglichkeit hast, mitzumachen, dich irgendwie entspannt erstmal aufs Sofa zu setzen und die Folge nicht nur so nebenher hörst, dann sei gerne eingeladen mitzumachen. Ich freue mich, dass du hier bist. Vergiss nicht, diesen Podcast zu bewerten, zu abonnieren. Du findest mich auf Instagram, YouTube, Spotify und ich freue mich, wenn du außerdem auf meine Homepage vorbeischaust und mit mir in Kontakt bleibst. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Julius Lassalle, heute im Gestaltcafé-Podcast. Julius, ich habe gerade schon gesagt, das ist jetzt seit 6 Wochen das erste Mal, dass ich wieder eine Folge aufnehme. Schön, dass wir hier zusammensitzen. Wo schaltest du dich denn gerade zu? Ja, erstmal vielen Dank, Katharina, für die Einladung. Ich freue mich total. Ich habe auch gerade gesagt, das ist mein erster Podcast, den ich aufnehme. Von daher zum Thema Embodiment. Ich spüre so eine schöne, leichte Aufregung und sitze in meinem Büro und das Büro befindet sich in Berlin. Mhm. Und genau, wohne in Berlin und habe auch das Glück, den Großteil meiner Klienten auch in Berlin zu haben. Das heißt, reise gar nicht so fürchterlich viel. Ganz im Gegensatz zu mir zurzeit. Ja, Berlin. Ich war jetzt im Januar einen Monat in Berlin und habe das in Kontaktgestalt-Institut kennengelernt. Du hast allerdings deine Ausbildung am IGW gemacht, richtig? Genau, ich habe meine Gestaltausbildung am Institut für Gestalttherapie und Gestaltpädagogik am IGG gemacht. Ich glaube, das Institut gehört so auch zu den Gründungsgestaltinstituten in Deutschland. Ich glaube, so seit den 70ern oder seit Ende der 70er Jahre. Bei den interessierten HörerInnen bei Roger Tranker-Dalton, Aglaya Tranker-Dalton. Und ja, habe gerade auch schon zu dir gesagt, ich war ganz glücklich nach wie vor. Der Roger ist leider vorletztes Jahr jetzt, glaube ich, gestorben, aber dass ich die noch kennenlernen durfte und von denen direkt irgendwie auch Gestalt lernen durfte. Wir haben gerade schon im Vorgespräch über verschiedene Generationen gesprochen. Du hast jetzt über deine Lehre gesprochen. Wie lange liegt denn deine Ausbildung jetzt schon zurück? Meine Ausbildung habe ich 2011 bis 2014 gemacht. Das heißt jetzt eigentlich ziemlich genau so 10 Jahre ungefähr. Mhm. Und auch gerade schon gesagt, ich bin davor einmal mit Gestalt in Kontakt gekommen, 2006. Und seitdem hat es mich irgendwie nicht mehr losgelassen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es was für mich ist. Und dann war ich da 2011
Und in diesem Podcast bin ich natürlich interessiert daran, was es für dich ist und auch an deiner Reise. Ich nenne das immer ganz liebevoll, wenn ich so überlege, was ich jetzt aus meiner Ausbildung mache und mit dem Handwerkszeug, was ich daraus mache, meine Gestaltreise. Was ist denn deine Gestaltreise und auch unter dem Stern des heutigen Podcasts? Wann kam denn so verstärkt dann dein Interesse an Körpertherapie, körpertherapeutischen Ansätzen dazu? Ja, also ich habe meine Gestaltreise erstmal auch irgendwie gestartet unter dem Label der Professionalität. Also ich habe gesagt, ich möchte eine Coaching-Ausbildung machen und hatte irgendwie das Gefühl, dass der Gestaltansatz da viel zu bieten hat. Und natürlich war das höchstens die halbe Wahrheit. Und ich habe natürlich irgendwie, es ging ganz viel um mein persönliches Wachstum. Und ich glaube, wenn ich so einen Begriff nennen müsste, der für mich immer eine Rolle gespielt hat und der dann auch dazu geführt hat, dass der Körper irgendwie wichtiger wurde, dann ist es schon so das Gestaltthema der Lebendigkeit. Ja, also das hat mich schon sehr stark begleitet. Ich habe die Ausbildung 2014 abgeschlossen und habe dann eine Zeit lang auch mal eher weniger gemacht, weil ich auch noch in einem ganz anderen Kontext damals gearbeitet habe. Und hatte 2016 hatte ich dann Lust, irgendwie was zu machen und habe was gesucht, ja, und habe dann einen Gestaltworkshop gefunden. Und dieser Gestaltworkshop, der wurde von einem Gestalttherapeuten und Körperpsychotherapeuten wurde der geleitet. Und da hat es bei mir wirklich auch noch mal richtig Wumm gemacht, könnte man sagen. Also das hat mich irgendwie umgehauen und da habe ich gemerkt, das ist noch mal irgendwie so eine neue Dimension und eine neue Qualität auch, die ich irgendwie auch gesucht habe. Und da habe ich dann angefangen, wirklich mich mit diesem Thema auf ganz vielfältige Art und Weise, da kommen wir vielleicht heute noch drauf, wirklich beschäftigt und habe ziemlich viel ausprobiert. Also in mir hallen die Worte, es hat Wumm gemacht und es hat dich umgehauen nach. Außerdem habe ich innerlich gemerkt, du holst mich total ab mit dem Wort Lebendigkeit. Also vielleicht könntest du noch mal für dich sagen, welche Art von Lebendigkeit hast du da vielleicht in dir oder mit dir oder in der Welt für dich entdeckt durch Gestalt? Ja, meine, das ist ja eigentlich so ein Kernthema von Gestalt, finde ich wirklich. Und für mich geht es um das Thema Selbstregulation, ja. Und wir sind ja alle eingebettet in unterschiedliche Kontexte und haben da auch gelernt, in unterschiedlichen Rollen dann unterwegs zu sein. Und wenn es um das Thema Lebendigkeit und dann später auch nochmal um das Thema Lebendigkeit im Körper geht, ist es dann wirklich erstmal irgendwie im Gestaltsinn auch in einem guten Kontakt mit mir selbst auch zu sein und erstmal alles zu erlauben und alles so sein zu dürfen. Ja, also wir haben ja gelernt, dass wir vielleicht bestimmte Seiten von uns stärker betonen als andere Seiten. Und so, da geht es für mich ganz viel darum, dass wir eigentlich ja alles sind. So, ja, wir sind ja nicht nur, Nicht nur die eine Rolle, wenn du von Rollen sprichst. genau, wir sind ja nicht nur die Denkenden oder die Fühlenden, sondern wir sind ja, oder achtsam, sondern wir sind irgendwie ganz viel. Und es geht ja eher darum, diese Lebendigkeit auch wieder zu entdecken und uns da nicht selber zu reglementieren. Natürlich immer auch in Stimmigkeit zu einem Kontext, das ist schon klar, das gehört ja auch dazu. Ja. Wenn du von Selbstregulation sprichst, dann denke ich an meine ersten, jetzt ganz frischen Erfahrungen mit Körperarbeit. Da ist das Wort Selbstregulation öfter schon gefallen. Ich weiß nicht, ob du es direkt einbetten möchtest. Was bedeutet für dich Selbstregulation? Oder ob du noch mal einen Sprung zurück machen möchtest zu diesem ersten Workshop, wo Gestalttherapie und Körpertherapie aufeinander getroffen haben. Also das würde Ja. mich interessieren, was hat da dich umgehauen, in Anführungszeichen?
Also ich würde wirklich sagen, dass es so eine Qualität des eigenen körperlichen Erlebens war. Also der Therapeut, bei dem ich das gemacht habe, der kommt aus dem reichianischen Atmen. Ja, da sind wir schon mal so ein bisschen in der Geschichte der Körperpsychotherapie. Das heißt, der arbeitet sehr viel mit, ich glaube, er beschränkt sich da nicht, sondern sehr viel mit unterschiedlichen Atemtechniken. Und wir haben da auch also einfach intensive Atemsessions gemacht, ja, wo man wirklich 90 Minuten oder 120 Minuten einfach nur atmet. Und ich glaube, das war so das erste, wirklich dieses Wow, in was für Bewusstseinszustände kommt man in diesem Prozess, aber auch dann am Ende so eine, finde ich, doch ein ganz neues Erleben auch des eigenen Körpergefühls. Kannst du uns noch ein bisschen mehr davon erzählen in Beschreibungen, also wirklich, dass wir uns vorstellen können, was du, Julius, damit meinst? Ja. Ja, also ich finde, dass der Körper, also es hat natürlich auch was mit meiner eigenen Historie zu tun, ja. Und ich bin Okay. jemand, der eher, man würde es als verkopft bezeichnen, ja. Also ich bin schon sehr viel auch denkend unterwegs und reflektierend und das kann ich gut und da fühle ich mich auch wohl. Und ich habe gemerkt, dass da etwas fehlt, ja, und so der Bewusst oder das Bewusstsein für meinen eigenen Körper und so ein Stück weit auch zu gucken, was steckt da eigentlich drin an Impulsen, welche Impulse wollen da eigentlich raus, ja, was halte ich vielleicht einfach selber zurück und was passiert eigentlich, wenn ich erstmal auch ein besseres Gewahrsam für diese Impulse auch entwickle. Und dann kann ich langsam anfangen, damit zu arbeiten. Was ich ganz schön finde, ist, es gibt in der Bioenergetik, und ich habe mich ein Jahr lang sehr intensiv mit Bioenergetik im Rahmen eines Trainingsprogramms beschäftigt, gibt es so diese drei Bestandteile. Und daran mache ich das auch immer ganz gerne fest. Worum geht es für mich auch in der Körperarbeit? Der erste Bestandteil ist Self-Awareness, ja, also wirklich erstmal eine Achtsamkeit auch für seinen Körper zu entwickeln und einfach erstmal nicht wertend einfach wahrzunehmen, was ist denn da? Ja, was spüre ich überhaupt erstmal? Das passt ja auch ganz gut zur Gestalt, wenn es erstmal um Vorkontakt geht. Ja, da geht es ja auch erstmal um, da geht es um Spüren. Also sich erstmal selbst zu spüren, ohne wahnsinnige Erkenntnisse darüber zu haben, ja, sondern einfach erstmal damit anzufangen, in Gestaltworten im Hier und Jetzt. Das ist der erste Bestandteil. Dann der zweite Bestandteil, der in der Bioenergetik wichtig ist, das wird Self-Expression genannt. Also was bedeutet es eigentlich, mich selbst auszudrücken? Ja, das heißt, mit dem, was ich gerade bin, wer ich gerade bin, was für mich irgendwie wichtig ist. Und da sind wir natürlich auch sehr stark beim Thema Embodiment. Da geht es ja um Verkörperung. Ja, das heißt, wie kann ich ein Stück weit auch mein Inneres, wie kann ich das Außen stimmig zeigen? Ja, das ist der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt, den ich spannend finde, der war jetzt für mich nicht ganz so wichtig. Der geht eher um Self-Containment. Ja, also wie kann ich das auch selber halten? Ich gehöre jetzt eher zu den Leuten, bei denen geht es eher um Self-Expression, ja, um mich das zu trauen, mich zu zeigen, als um das Self-Containment. So. Ja. Also Self-Awareness, Self-Expression und Self-Containment. Wenn du jetzt gerade, bevor wir vielleicht noch mehr in deine persönlichen Erfahrungen einsteigen, von verschiedenen Schulen der Körpertherapie sprichst, wie reichianisches Atmen, Bioenergetik, für mich, die ich mich tatsächlich noch nicht so viel damit beschäftigt habe, tut sich so die Frage auf, gibt es in der Körpertherapie auch verschiedene Schulen wie Verhaltenstherapie, Psychoanalyse? Gibt es da oder kannst du uns da vielleicht kurz einen ganz kurzen Überblick oder so eine Übersicht geben aus deiner Perspektive? Ja, also erstmal, also es gibt dazu wunderbare Literatur natürlich auch, ja, wo das alles ganz genau beschrieben wird. Ich kann dir mal so mein Bild einfach sagen, ja, was ich dazu habe und was ich auch ein bisschen dazu gelesen habe.
Also in meinem Bild gibt es so eigentlich, gibt es so drei unterschiedliche Schulen, auch durchaus Körpertherapie. Die erste Schule ist wirklich eigentlich die klassische körpertherapeutische Schule, die dann wirklich über Wilhelm Reich, ja, der ja als Schüler von Freud den Körper quasi entdeckte und dazu nahm, und dann Alexander Lohn und alles, was dann danach kam. Das ist so die erste Schule, wo es ja um ganz viel auch um das Thema Struktur geht. Ja? Die sagt, also wir bestimmte Charakterstrukturen, hätte jetzt Reich gesagt, ja, bilden sich quasi in unserem Körper natürlich auch ab. Also wir verkörpern auch unser Leben. Also das heißt, wo wir verspannt sind, auch wie unsere Haltung aussieht, wie unsere Atmung ist und so weiter. Das hat alles was mit unseren Erfahrungen zu tun. Das heißt, es ist eine durchaus strukturorientierte Sicht, und dann geht es im Rahmen der Therapie, geht es auch darum, diese Strukturen, mit diesen Strukturen erstmal zu arbeiten und zu gucken, was braucht es da, um möglichst auch wieder eigentlich viel Selbstorganisation und Spontanität auch zu ermöglichen. Also das ist so die erste Schule. Dann gibt es eine, finde ich, auch wirklich ganz spannende Schule, die man so als wahrnehmungsorientierte Schule bezeichnen kann. Und die kommt so aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts, also die hat unterschiedliche Strömungen und kommt so aus dieser Reformgymnastik. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ja, das habe ich jetzt öfter gelesen. Lisa Gindler ist da ein Name, und daraus ist Sensory Awareness. Das habe ich auch mal selber auch mal ausprobiert und auch mal gemacht. Und da geht es wirklich eher um das Thema Wahrnehmung, ja, und Erfahrung zu integrieren zu können und wirklich erstmal wirklich das Spüren, wie bewege ich mich, wie drücke ich bestimmte Erfahrungen aus. Das hat dann auch eine relativ enge Schnittstelle mit auch buddhistischen Traditionen, und daraus sind auch wiederum andere. Hakomi-Therapie ist eine Therapie, die du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast, die dann auch eine starke Verbindung mit dieser buddhistischen Achtsamkeitstradition dann hat. Also da geht es wirklich eher um das Thema Achtsamkeit Das hört und sich alles sehr nach 60er Jahre Human Potential Bewegung an. Genau, und dann gibt es, also das sind so die ersten zwei Schulen, dann gibt es noch eine Schule, die auch als eigenständig gesehen wird, die eher so aus dieser Tanztherapie. Damit kenne ich mich auch am wenigsten aus. Also es gibt, ich habe selber auch mal, ich habe viel ausprobiert, ich habe auch mal Tanztherapie, irgendwie mal einen Workshop gemacht, von der Anna Halperin ist da, die ist aus den USA. In SLN hat die unterrichtet und hat das Live Art Process genannt. Also das ist nochmal dann so eine eigene Schule auch nochmal, die da entstanden ist. Und welcher Schule fühlst du dich mit Embodiment quasi am nächsten oder wo passt das rein? Oder woraus ist das entstanden? Was meinst du? Uff. Also ich finde, das kann man gar nicht so einer Schule zuordnen, um ganz ehrlich zu sein. Also meine Embodiment beschreibt ja eigentlich erstmal wirklich den Fakt, dass Körper und Geist nicht voneinander getrennt werden können, ja, sondern dass die zusammengehören. Und das ist ja was wir jetzt heute, da können wir auch gleich gerne nochmal auch drüber reden, was wir natürlich jetzt heute alles auch neurobiologisch viel besser verstehen, was aber natürlich eigentlich ein total alter Gestaltgedanke ist. Ja, also das finde ich gerade ganz spannend, sich mal so mit neuerer Forschung zu beschäftigen auch und zu sagen, was steckt da eigentlich schon alles in Gestalt drin? Also einfach dieser Körper-Seele-Dualismus, da hat schon Fritz Pölzer, also Gestalt lehnt den ja auch ab. Das ist ja ganz zentral. Das verstehen wir einfach heute viel besser, ne? Und wenn es um Embodiment geht, vielleicht für die Leute, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, ja, wäre ja, könnte man sagen, die traditionelle Denkweise von Embodiment ist ja beispielsweise zu sagen, ich, ja, ich,
Ich fühle mich traurig und deshalb hängen meine Schultern nach unten, ja, und ich bin energielos. So, ja, also das ist, also es fängt erstmal bei einem, vielleicht sogar auch bei einer kognitiven Interpretation an und es gesagt wird, also der Kopf, unser Geist beeinflusst dann irgendwie unseren Körper und das hat Auswirkungen. So, und da hat man dann irgendwann herausgefunden, naja, also das andere stimmt natürlich ganz genauso. Ja, also der Alexander Lohn, der Begründer der Bioenergetik, der hat auch gesagt, it's a depression of our body. Ja, also der hat bei der anderen Seite angefangen und wir wissen, und das ist ja so der Kern von Embodiment, der überhaupt nicht neu ist, muss man mal sagen, dass wir über unseren Körper natürlich auch unsere geistigen Zustände beeinflussen können. Ja, das heißt, in der Art und Weise, auch natürlich, es fängt ja auch damit an, wie gut sind wir zu uns, ja, schlafen wir genug, kümmern wir uns vernünftig um unseren Körper und dann geht es uns besser. So. Kannst du das Zitat gerade noch mal wiederholen? Das wollte ich noch kurz wirken lassen, habe ich gerade gemerkt. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Zitat ist, aber also der hat also hat gesagt, it's a depression of our bodies, hat er das genannt. Also gesagt, es ist im Prinzip erstmal eine körperliche Symptomatik. So. Und er hat ganz viel auf den Körper geschaut. Das berührt mich gerade so, weil ich merke, so im Rahmen des Altwerdens meiner Eltern, wie auch körperliche Prozesse dann auch die Lebensqualität einfach beeinflussen. Da habe ich gerade gemerkt, oh wow, wenn du das sagst, ja, also dass eben es eine Ja. Wechselseitigkeit ist, dass es nicht nur so wie ich, welche Haltung oder welche Bewertung ich in meinem Geist mache, dass das sich dann im Körper widerspiegelt, sondern auch andersrum. Ja, ich finde das ein ganz, ganz schönes Beispiel, ja. Also was für psychische Prozesse werden einfach auch durch beispielsweise das Altwerden oder auch Krankheit, ne? Also wenn wir eine schwere körperliche Erkrankung haben, dann hat das direkt Auswirkungen auf unseren Geist, auf unsere Psyche. Und um vielleicht nochmal zu dem Leib-Seele-Dualismus zu kommen, du hast ja ganz am Anfang gesagt, du würdest dich oder hättest dich früher eher als verkopften Menschen beschrieben. Und wie war das für dich, dieser Prozess, auch verkörperter zu leben? Also, was hast du da entdeckt und wie war das für dich? Hätte mich gerade schon auf die Frage zum Leib-Seele-Dualismus eingestellt. Da kann ich auch gleich noch gerne ein bisschen was zu sagen, weil das hattest du ja auch in unserer Vorab-Kommunikation so ein bisschen aufgebracht. Also ich muss sagen, also ich bin wahrscheinlich immer noch ein recht verkopfter Mensch. So, also, ne? Also das ist ja, also das glaube ich auch, dass wir da zwar die Möglichkeit haben, ein bisschen auch also flexibler zu werden, ja, und das Thema Lebendigkeit, dass das mehr Raum gewinnt, aber das ist irgendwie immer noch da. Ich würde sagen, dass ich einfach echt, also für mich geht es darum, wie achte ich auf mich? Ja, wie achte ich auf mich? Und was für mich wichtig ist, wirklich da ist, zu sagen, also was für Routinen baue ich da eigentlich wirklich auch ein, damit ich da immer wieder hin zurückkomme, ja, und mich genug um meinen Körper irgendwie auch kümmere. Und damit meine ich jetzt gar nicht nur das Thema Sport und gesunde Ernährung und Schlaf, was da irgendwie dazugehört, sondern natürlich beispielsweise auch irgendwie kleinere Achtsamkeits- und Dankbarkeitsübungen, ja, sowas wirklich auch. Und also das ist, finde ich, das erlebe ich auch jetzt gerade als Prozess. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, ja, auch gerade, wo es sehr viel auch um Routinen geht. Und das ist ein Prozess, in dem ich auch immer noch irgendwie dabei bin, immer wieder zu gucken, wie kann ich das gut eigentlich in meinen Alltag integrieren und immer wieder gut auf mich zu schauen, ja, und zu sagen, was die alte Gestaltfrage, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich gerade? Magst du das Buch mal zeigen?
Ja, genau. Wir hatten es gerade schon in der Kamera. Self-empowered leadership. Ja. Führungslust, aha, statt Führungsfrust. Führungslust, ja, Wenn das wir fand schon dabei sind, vielleicht kannst du zu deinem Hintergrund, wie kommst du dazu, Mitautor dieses Buches zu sein, noch einen Satz dazu sagen? ich. Ja, also das war ein ganz großes Herzensprojekt jetzt von mir. Ich arbeite ja nicht wie du als Gestalttherapeut, sondern arbeite ja im Organisationskontext. Und vielleicht auch noch als ganz kurzer Schwenk, weil das habe ich im Vorgespräch gesagt. Ja, ich fand es ganz toll, was du mit deinem Podcast versuchst, ja, zu sagen, wie kann ich eigentlich Gestalt bekannter machen? Und das ist so meine Denkidee, Gestalt oder insgesamt das Thema humanistische Ansätze eigentlich in der Organisationswelt. Wie kann ich das da irgendwie gut einbringen? Weil ich glaube da total dran, dass das bietet alles so einen riesigen Mehrwert und ist eigentlich so wichtig, dass wir uns mit diesen Fragen auch auseinandersetzen. Und das ist eigentlich so meine Grunddenkfigur. Ja, wie kann ich das machen? Und ich habe zwei wunderbare Leute kennengelernt oder kenne die schon länger, die was ganz Ähnliches machen, den Jens und die Felicitas. Und wir haben irgendwie unter diesem Thema Embodiment, haben wir gesagt, wir wollen was dazu machen und wir wollen auch das Thema, und das ist eigentlich mal so der Kerngedanke des Buches, wie schaffe ich das auch ein bisschen aus so einer esoterischen Ecke dann rauszunehmen und auch in die Organisationswelt zu tragen und das so auch ganz pragmatisch und praktisch zu machen, dass Führungskräfte das, also wir haben den Fokus auf Führungskräfte gelegt, kann aber auch jeder andere Mensch lesen und auch, glaube ich, hat hoffentlich einen Nutzen daraus. Aber wie kann man das eigentlich ganz pragmatisch umsetzen? So, da ging es uns. Da ging es und da geht es uns drum. Und bei pragmatisch denke ich nochmal an deine Routinen. Jetzt hast du von Achtsamkeit gesprochen oder Dankbarkeit, aber mich würde noch interessieren, jetzt wirklich auf so körperlicher Achtsamkeitsebene, was machst du da oder auch im Kontakt mit anderen, wie kommst du da mehr in deinen Körper? Das ist für mich gerade einfach mein eigener Forschungsprozess, deswegen frage ich diese Frage. Ja. Also ich habe mich lange Zeit, also ich habe irgendwie Gestalt gemacht zuerst, ja, und dann habe ich irgendwie dieses Thema Körper, und da gibt es ja eine riesige Schnittstelle, und dann habe ich das entdeckt und habe mich damit beschäftigt, und mein eigener Suchprozess war lange Zeit eigentlich so, also wie kann ich das eigentlich auch vernünftig für mich, durchaus auch intellektuell, wie kann ich das eigentlich integrieren? Und was ich so für mich herausgefunden habe und wie ich das für mich gestalte, ist, dass ich den Gestaltzyklus des Erlebens, ja, den nutze ich quasi so als natürlich ein Diagnostikinstrument in meinen Coachings, und auch in meiner Arbeit mit Teams. Und da finde ich, der eignet sich ganz gut dazu, auch dort das Thema, ja, Embodiment könnte man jetzt mal ganz platt sagen, einzusortieren. Also das heißt, wir beschreiben diesen Gestaltzyklus des Erlebens auch in dem Buch. Wir machen das ganz abstrakt und auf eine ganz einfache Art und Weise. Ja, also wir sprechen da jetzt nicht von Vorkontakt, Kontaktnahme, Kontakt und Nachkontakt, ja, um mal in den Gestaltwort zu bleiben, sondern wir bezeichnen das mit vier A's, nämlich mit einerseits Awareness, Attraction, also Awareness für Vorkontakt, Attraction für Kontaktnahme, Action für Kontakt und Alignment für Nachkontakt. Ja, also das sind so vier Schritte, die sehr stark auch abgeleitet sind aus der Gestalt. Eine kleine Reise, könnte man sagen, auf die wir unsere ZuhörerInnen dann auch mitnehmen. Und an diese Reisepunkte docken wir dann auch unterschiedliche Embodiment-Übungen an. Und um das mal ganz praktisch zu machen, wir sind beim ersten Schritt, geht es wirklich auch um so Dinge, die wahrscheinlich die meisten Leute inzwischen kennen, also beispielsweise auch einen kleinen Bodyscan zu machen. Ja, also das ist zum Thema Awareness, um wirklich einfach in den Körper zu kommen. Und da gibt es natürlich auch ganz viele Sachen aus
Ja, aus dieser ganzen Mindfulness-Bewegung, wo es ja einfach auch erstmal wirklich darum geht, in das Spüren zu kommen. Vielleicht kennen das viele, aber die Frage ist, wer macht das, ne? Also, ja. Das Ja. ist ja dann diese Etablierung dieser Routine oder wirklich dann im Kontakt mit mir selbst zu gehen. Und jetzt merke ich gerade schon, wie sich was verändert, wenn ich meine Hand auf meinen Brustkorb ablege, so. Ja. Und ich merke den weichen Hintergrund vom Kissen in meinem Rücken. Also es ist dann, es ist echt wie so eine andere Wahrnehmungsdimension, wenn ich in Kontakt mit meinem Körper gehe für mich. Ja, und also da gibt es, da haben wir eine ganz, du hattest ja auch nach Übungen gefragt, nach ganz konkreten Übungen. Und ich finde, ganz viel kann man, also dafür braucht man gar nicht so riesige Routinen, sondern ganz viele Sachen kann man auch aus der Situation heraus machen. Und es gibt eine Routine, die haben wir Flowing from my heart beispielsweise genannt. Also wenn es darum geht, mich wirklich in einer Situation auch damit zu verbinden, was ist mir wichtig, könntest auch gerne, könntest auch einmal. Gerne. Der Grundgedanke ist ganz schnell erklärt und dann kann man das irgendwie länger machen. Ja? Also du sitzt ja schon, du sitzt bequem und wenn du genau, du kannst einfach deine Hände einmal auf deine Brust, auf dein Herz legen. Genau das, was du jetzt schon machst, das kann man am Anfang ein paar Mal machen und wiederholen, einfach mal anzufangen in die den Brustbereich mal zu atmen. Wenn du das gemacht hast, dann versuch mal dein Herz zu spüren. Vielleicht hörst du es wirklich auch, spürst du es und hörst es pochen mit deinen Händen. Und wenn du dich mit deinem Herzen verbunden hast, dann machst du mit dem Aus- und Einatmen weiter und stellst dir vor, dass du wirklich durch dein Herz ein- und ausatmest. Und wenn wir die Übung jetzt weitermachen, ja, und du beschäftigst dich beispielsweise gerade mit einem Thema, dann würde man das so anleiten, dass es darum geht, einmal in diesem Atmen und in der Verbindung auch mit seinem Herzen zu bleiben und zu sagen, was ist dir eigentlich wichtig bei diesem Thema? Ja, und so, und das schafft erstmal eine Verbindung raus aus dem Kopf. Ja, da geht es dann ja auch an der Stelle, also raus aus dem Kopf, eher rein ins Gefühl und so, und dann kann man das auch gerne immer wieder machen. Also wir haben ganz viele praktische auch so Reflexionsübungen in dem Buch ist auch drin, also weil es geht ja nicht nur um Körper, sondern es geht ja auch um Geist und das miteinander zu verbinden. Und wir empfehlen das den LeserInnen auch immer wieder, aber auch dahin zurückzukommen, ja, bevor ich in den Kopf gehe und mir Gedanken zu was mache, mich einfach immer wieder zu verbinden, weil wir einfach auch glauben, da kommt dann was Substanzielleres bei raus, als wenn ich nur anfange zu reflektieren und ich bin eigentlich noch gar nicht bei mir und in meinem Körper. Danke. Das habe ich noch nie so gemacht. Ja. Und für mich ist auch immer ja, der Selbstkontakt erstmal was ganz Besonderes. Ich habe neulich ein Embodiment-Seminar besucht und mir das Zimmer mit einer Körpertherapeutin geteilt und habe sie dann so gebeten: Mensch, ich habe heute Abend eine Session mit den Frauen in der Online-Gruppe. Was für eine Körperübung kann ich denn machen? Katja, es reicht erstmal vielleicht ein Selbstkontakt. Das ist schon ganz viel. Und das war gerade so. Ja, das ist ja das Erste beim Flowing from the Heart, Ja. was ich gespürt habe. Und dann kommt meine Wahrnehmung, oh, stimmt, da pocht ja was. Und dann wird es mehr und es kommt immer mehr dazu und ich nehme vielleicht das Thema mit. Danke. Ja. Ja, und ich finde auch je nachdem, in was für Situationen wir arbeiten, also ich mache das eigentlich immer auch kurz bevor ich anfange mit Klienten zu arbeiten und bevor die kommen,
dass ich das auf irgendwie, das muss nicht immer auf dieselbe Art und Weise sein, aber dass ich wirklich auch immer versuche, in Kontakt, ich meine, das ist ja zentral in der Gestalt, dass wir in einem guten Kontakt mit uns sind, damit wir gut in den Kontakt dann auch mit den Klienten gehen können. Und ich finde, das fängt wirklich erstmal dann dabei an, beim sich selber einmal kurz spüren, gar nicht zu bewerten, geht es mir gut oder geht es mir schlecht, sondern erstmal ja, in den Kontakt zu kommen. Jetzt, wir haben noch ein paar Themen vor uns, aber ich habe gerade, wir sind ja so mitten in der Praxis gerade, und ich würde einfach dir mal eine Szene erzählen aus meinem letzten Embodiment-Seminar und dich fragen wollen, ob du sowas Ähnliches auch mal gemacht hast, weil ich frage mich gerade, ob ich das, was ich unter Embodiment kennengelernt habe, ob das so Common Sense ist oder genau. Also wir Erzähl. haben eine Übung gemacht, das war somatisches Begleiten, haben die KörpertherapeutInnen das genannt, waren in einer Zweiergruppe und jeder hatte 10 Minuten Zeit. Wenn ich jetzt quasi in dieser Übung somatisch begleitet werde von dir, dann darf ich 10 Minuten meine Wünsche äußern, wo ich gerade entweder einen Widerstand brauche, ob das ist, dass du dich bitte einfach einmal mit dem Rücken an mich stellst und ich gucke, ah, okay, was passiert da? Also wie kann Koregulation stattfinden zwischen uns? Oder ob das ist, also es gab Situationen, in denen ganz viel Energie zum Beispiel in mir war und ich mit meinem Kopf irgendwie in die Brust des Gegenübers mich gegraben habe. Also es war sehr lebendig und es kann aber auch sein, andere lagen einfach nur da und wollten eine Hand auf dem oberen Rücken. Also für mich war das eine neue Erfahrung, rein auf dieser körperlichen Ebene zu schauen, also Expression, was brauche ich gerade? Und wirklich dann auch fast schon das Denken dann mal wegzulassen. Auch wenn die Therapeutinnen immer wieder gesagt haben, es ist auch wichtig, mal wieder in das Erwachsenen-Ich zu gehen und darüber zu sprechen, im Sharing und so weiter. Aber während dieses somatischen Begleitens war es doch wirklich eine Begegnung von meinem Körper mit dem anderen Körper. Und es ist was passiert. Also es, ja, ich habe mich entspannt. Es war wie so ein Kontaktzyklus. Also ja, ich merke, ich bin da halt total begeistert von, weil wirklich ein Bedürfnis sich habe ich ausgedrückt und das wurde einfach in so Erfüllt. einem erfüllt, in so einem, genau, in so einem Kontaktzyklus, ohne dass ich was wirklich sagen musste. Und das war so eine, oh, ja, ich merke echt, boah, ich möchte da mehr erforschen. Also es war so eine tolle Erfahrung. Ja. Ja, das ist ja also das, ja, also ich kann da total gut mitfühlen erstmal, ja, und das ist ja das Faszinierende, finde ich, an dem Thema. Das ist sowas, das ist ja wirklich sowas, was Vorbewusstes ist, ja. Also ich finde das auch, dass es darum geht, dann schon das natürlich auch zu versuchen zu integrieren. Und das passiert an irgendeiner Stelle auf einer unbewussten Ebene. Ich glaube da aber auch total dran, dass ganz viel passiert, was wir uns auch gar nicht so sehr, wo es nicht immer darum geht, ja, dass wir dann sagen, okay, was ist so das Sense-Making und was war das jetzt eigentlich, sondern dass es auch irgendwie ein Lernen aus dem Körper heraus an sich gibt. Und der Gestalttherapeut, bei dem ich den Workshop gemacht habe, ich war dann auch längere Zeit, über 1 oder 2 Jahre eher, noch in einer Selbsterfahrungsgruppe, die hat sich einmal im Quartal getroffen. Und hat dann auch miteinander gearbeitet. Und der sagte irgendwie was ganz Schönes. Das erzähle ich auch manchmal meinen Klienten, weil das geht ja nach so einem Wochenende, vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, das ist ja dann schwer, auch wieder aufzuhören, ja. Und dann man fühlt sich ja doch sehr, sehr voll und sehr beglückt und sehr so. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, ich brauchte dann auch immer einen Tag, um wieder so in meinem anderen Leben klarzukommen. Ja, also nicht ohne Arbeit, sondern erstmal irgendwie wieder anzufangen, in meinem Alltag dann Dinge zu machen. Und der sagte,
Macht euch keine Sorgen, also auch wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr bald wieder in eurem Alltag drin seid, er sagte, der Körper merkt sich das. Und das finde ich irgendwie so ein ganz schönes Bild, ja, also dass das jetzt nicht umsonst war, dass wir diese Erfahrung so gemacht haben, sondern dass das irgendwie in uns drin bleibt, so auch eine neue Qualität vielleicht des Kontaktes. Das war ein Bild, das nehme ich mir auch immer wieder, auch für mich selbst auch immer wieder mit. Sehr beruhigend. Wie Fremdsprachen, auf die man irgendwie immer wieder zurückgreifen kann, wenn ich in ein fremdes Land gehe. Oder mein Freund ist Schauspieler und der in der Schauspielausbildung arbeitet man ja ganz viel mit dem Körper oder wenn man Charaktere verkörpert auf der Bühne, dann geht es ja nicht nur darum, den Text zu lernen, sondern der sagt auch immer, es ist alles im Körper drin. Und das erinnert mich gerade daran, also so eine Art Körpergedächtnis oder Ja, schön. das wäre fast, weiß nicht, ob du da jetzt hin möchtest, dass das Körpergedächtnis, das ist fast ein Übergang zum Thema Leib, Seele und das, was man so in der Wissenschaft als so, ich weiß nicht, Embodied Cognition würde man das ja bezeichnen. Hat da Antonio Damasio, spielt der da eine Rolle? Ja, der spielt da eine total große Rolle, genau, das ist ja so eigentlich glaube ich, der große Name. Von dem habe ich auch, weil ich habe mich natürlich auch so ein bisschen vorbereitet und habe ein paar Sachen einfach auch noch mal gelesen. Ich habe ein ganz schönes Zitat von dem zum Thema Leib, Seele. Das habe ich mir rausgeschrieben. Ganz, ganz kurzes, ja, weil ich fand es ganz, finde es ganz passend. Der hat gesagt, der Geist wird bewusst, also es geht ums Thema Bewusstsein, der Geist wird bewusst, wenn sein Inhalt das einzelne Lebewesen erkennt, in dem er stattfindet. Ja, ich bin mir meines Geistes bewusst, wenn sich dieser Geist unverkennbar auf meinen Körper bezieht, so dass mir zweifelsfrei klar ist, dass er mir gehört. So, und das, ich finde, das beschreibt eigentlich ganz viel. Ja, die Idee, dass Körper und Bewusstsein. Würdest du es nochmal vorlesen? Ja. Ich muss gerade an meine Martin Buber Lesekreise denken und denke mir so, wir haben die kleinsten Zitate nochmal gelesen und ich bitte Ja. dich nochmal. Ja. 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 Versuch es gut und deutlich zu dir. Warte. Hallo? Der Geist wird bewusst, wenn sein Inhalt das einzelne Lebewesen erkennt, in dem er stattfindet, also der Geist. Ich bin mir meines Geistes bewusst, wenn sich dieser Geist unverkennbar auf meinen Körper bezieht, so dass mir zweifelsfrei klar ist, dass er mir gehört. Einmal durchatmen. Also meine innere Antwort ist, oder ich habe so gerade so ein Bild von einem Gewahrsein meines Körpers als Ganzem. Ich möchte es gerade noch gar nicht also kognitiv verstehen, sondern Ja. das ist gerade so ein Bild, was ich habe. Und dann stoße ich mich noch so ein bisschen an den Worten, dass ich etwas besitze, dass ein Geist einen Körper besitzt. Genau, also da, das ist gerade bei mir. Was ist bei dir, wenn du das liest? Oder du hattest ja Arbeiten. schon angefangen. Also ich finde, ich habe darauf. Hätte ja, du hattest ja das geschrieben, auch in der Vorbereitung, und dann dachte ich, ach Gott, das ist ja echt ein großes Thema. Also ich hab darauf so zwei Antworten oder so zwei Ideen dazu. Also das eine ist erstmal vielleicht eher ein bisschen eine wissenschaftliche Antwort. Ja, und wir wissen, dass also Körper und Geist und Körper und Bewusstsein sich nicht voneinander trennen lassen. So, also das gehört ja irgendwie ganz eng. Das gehört irgendwie ganz eng zusammen. Und wir wissen ja heute auch aus der Forschung beispielsweise, also das Thema Gedächtnis, ja, also wir speichern ja nicht bloße Bilder irgendwie von irgendeiner Situation in unserem Gedächtnis, sondern wir wissen, dass
im Prinzip Gedächtnis eigentlich im ganzen Körper stattfindet. Ja, sowohl natürlich auch in den tiefer liegenden Hirnregionen, aber auch beispielsweise, wenn wir Erinnerungen haben, dann wissen wir, dass auch Hirnareale aktiviert werden, die beispielsweise mit Motorik da sind. Also das heißt, der Körper speichert bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben, wirklich eigentlich im gesamten Körper. Also von daher ist erstmal Bewusstsein, und wir wissen auch aus der Lernforschung mit Kindern, ja, Kinder lernen besser, und wir wissen das ja auch von Erwachsenen, wenn wir auch Dinge machen, also auch rechnen, können Kinder leichter lernen, wenn sie gleichzeitig eine haptische Erfahrung machen, wenn sie Kugeln hin und her schieben. Ja, also das zeigt erstmal alles, dass irgendwie Bewusstsein auch mit dem Körper verknüpft ist. Und das fand ich ganz spannend, das habe ich jetzt echt nochmal gelesen, dass auch also diese Schule des Embodied Cognition, was schon sehr neuropsychologisch oder physiologisch auch ist, die berufen sich auch unter anderem auf die Phänomenologie. Also das wusste ich eigentlich auch gar nicht. Und von daher hat es da auch eine ganz enge Schnittstelle, ja, mit der Gestalt, dass wir, ne, Bewusstsein verändert sich je nachdem, wie ich mich auch zu einem Gegenstand verhalte und wie ich es untersuche, aus welcher Perspektive ich das untersuche. So, also von daher ist erstmal die erste Antwort für mich ist erstmal zu sagen, also Bewusstsein und Materie sind nicht voneinander trennbar. Und dann finde ich, gibt es ja schon eine, weiß nicht, eine metaphysische Antwort oder vielleicht eine spirituelle Antwort. Ich weiß nicht, ob das auch ob das in eine Richtung geht, zu der du dir auch Gedanken machst. Also das hat dann ja größere Themenstellungen. Ja, also was weiß nicht, was passiert denn mit meinem Geist, wenn mein Körper irgendwann stirbt? Gibt es dann irgendwas so, ne? Also das finde ich, das ist dann so eine zweite Dimension dieser Fragestellung. Weiß nicht, was denkst du dazu? Also ich habe mir tatsächlich in dem Sinn gar nicht so im Großen, ich meinte diese Frage gar nicht so weitreichend tatsächlich. Und ich freue mich aber über deine Antworten, beziehungsweise ich habe auch direkt Lust weiterzulesen. Also es wäre super, wenn wir vielleicht gerade die Literatur, in der du geblättert hast, hier noch im Podcast verlinken können für alle Interessierte. Also ich kann was damit anfangen, dass Embodied Cognition nah an der Phänomenologie ist, weil es ja wirklich um die kleinsten Wahrnehmungsphänomene auch für mich persönlich geht, die mich persönlich in so ein Gewahrsein zu meinem Körper bringen. Und ich erinnere mich gerade an ein Phänomenologie-Seminar an der Uni, das ich belegt habe in Köln. Und jetzt werde ich auch hier verlinken, welches Buch wir gelesen haben. Das ist so die grundlegende Frage, die wir schon am Anfang des Podcasts uns gestellt haben. Was ist zuerst so das Wahrnehmungsphänomen und dann die Kognition oder mein Gedanke und so interpretiere ich die Welt. Also das ist gerade, ich habe da keine Antwort zu, das sind nur, ja, das ist so die Resonanz, die ich gerade dazu habe. Ja, weil wir haben ja auch gesagt, ne, im Sinne von, wie theoretisch soll es werden? Und meine, was ich auch immer merke dann bei dieser Beschäftigung, also ich finde es ganz spannend und ich beschäftige mich auch gerne intellektuell mit Themen. Meine, was hat es ganz praktisch zu tun mit auch meiner Arbeit dann mit Klienten? Die interessieren sich jetzt ja auch nicht für Embodied Cognition, sondern die interessieren sich für ihre Herausforderung. Und ich versuche immer wieder auch dahin zu kommen, also was ich jetzt auch in einem Podcast merke, weil wir natürlich sitze jetzt hier auch seit einer Dreiviertelstunde oder seit einer Stunde jetzt im Prinzip fast, ja, und immer wieder zurückzukommen und merke jetzt auch gerade so, oh, ich bin gerade so in meinem Kopf angelangt. Das ist auch nicht schlimm, aber auch in der Arbeit mit meinen Klienten immer wieder zu versuchen, okay,
sich mal eine Pause zu nehmen, auch gemeinsam, ja, und mal nicht zu reden, sondern kurz einmal durch, ja. Das war jetzt gerade, das war Self-Expression, das gerade aus mir. Danke dafür, Julius. Und ich Ja, wette, auch die Zuhörerinnen schätzen das, weil ich habe öfter schon die Rückmeldung bekommen zum Podcast, wie genial, dass ihr auch mal Sprechpausen habt. Dass es keine Radioshow ist, wo es um Unterhaltung geht, sondern okay, du merkst, du bist gerade mehr im Kopf und Self-Expression wäre, ach, jetzt mal durchatmen. ja. Das ist für mich lebendige Gestalt. Das, da haben wir heute noch nicht drüber gesprochen, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde ja das Thema Atmung eigentlich das Wichtigste. Ja, und also durch den, durch das Thema Atmung, also erstmal ist Atmung Lebendigkeit und Leben, weil wenn wir nicht, weil wenn wir aufhören zu atmen, ja, dann sterben wir. Und über die Atmung passiert natürlich auch ganz viel Regulation unserer Lebendigkeit. Also da müssen wir jetzt nicht zu tief eintauchen. Da ist man wieder sehr stark im Bereich der Körperpsychotherapie, ne? Also dass wir natürlich auch unsere Gefühle auch über Atmung oder eben gerade nicht über Atmung regulieren. Und dann machen wir unser Zwerchfell besonders, ne, was ja die Atmung auch mitsteuert. Dann spannen wir unser Zwerchfell an, sodass wir dann auch hervorragend Gefühle unterdrücken, etc. Und deshalb finde ich, so ein Bewusstsein für die eigene Atmung zu entwickeln. Und beispielsweise finde ich das eine ganz tolle Routine, wenn wir gemerkt sind, dass wir gestresst sind, eine Achtsamkeit dafür zu entwickeln und zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt einfach mal hin und mache mal entweder das, was wir vorhin bewusst gemacht haben, oder natürlich auch noch ein bisschen weiter, ich stelle mich jetzt auch mal hin und einfach. Ja. Ja, mich hinzustellen und man kann die Hände auch mal auf den Bauch legen, ja, und kann man zu so gucken, wie sieht es eigentlich mit meiner Bauchatmung aus? Ja, die meisten Leute atmen ja gar nicht durch den Bauch, sondern atmen höchstens noch so in den oberen Teil der Brust. Und kann noch mal kurz mal zwei Atemzüge, Augen schließen und Körper einfach mal mit Luft füllen und zu so gucken, wie sich der Bauch beim Einatmen, hebt sich ja zuerst die Brust, dann der Bauch und beim Ausatmen senkt sich die Brust und der Bauch zieht sich zusammen. Boah, ich finde das manchmal schwierig zu koordinieren oder zu merken. Also du meinst, ne, erst in der Brust. Ja, atme einfach normal. Okay. Out of your head. Ja. Und was man dann machen kann, wenn man etwas zur Ruhe gekommen ist, also dann finde ich es auch ganz schön, bei den Klienten zu gucken, was für Impulse sind eigentlich in dir drin. Ja, also das können ja nur ganz kleine Sachen sein, ne? Also, und den Impulsen dann ein bisschen Raum zu geben. Also zu gucken, muss ich mich irgendwie, also ich habe den Impuls gerade, also ich muss mich gerade mal ausschütteln und diese ganze Sitzspannung mal loswerden. Oh, nicht mal wie einmal recken und strecken. Ich glaube, das ist das, woran ich auch total Spaß gefunden habe in diesem ganzen Bereich Embodiment, wirklich mir Ausdruck verleihen zu dürfen und auch so ein bisschen gesellschaftliche Normen zu sprengen, jetzt einfach mal meine Ja. Arme hin und her zu schaukeln. Ja. Es gibt, finde ich, ganz toll, wenn man, kann man auch mal machen, wenn man mit Einzelpersonen arbeitet oder wenn man mit Gruppen arbeitet,
Das habe ich auch auf diesen Selbsterfahrungswochenenden gelernt. Gibt es etwas, das heißt Walking Check-in? Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber Nein. die ist im Prinzip einfach, ja, wenn man so ein Check-in macht und sagt, wie geht es mir eigentlich, dass man dann dabei hin und her läuft. Ja, und jetzt nicht nur so laufen, sondern also man läuft und achtet mal auf sich, was sind denn eigentlich so für Impulse in einem drin? Was braucht es gerade? Wo sind Entspannungen? Und dann mal anhalten während des Check-ins. Ja, mal. Dann könntest du zwischendurch auch mal sprechen und sagen, was geht dir eigentlich so im Kopf rum? Ja, also ich merke so, ich werde spielerisch und ich merke, ich möchte gerade gar nicht nach vorne laufen. Ich entspanne mich total, wenn ich weiter weg von der Kamera gehe. Ich merke, ich fühle mich hier gerade irgendwie freier, mich zu bewegen und merke so ein bisschen, jetzt wird es aktiver in mir, so eine Aktivität und ich schüttel meine Hände. Und wenn ich das tue, dann merke ich jetzt gerade wieder den Impuls, nach vorne zu laufen, mich irgendwie wie so rückzuversichern, nochmal dein Gesicht näher zu sehen. Und ich schüttle noch meine Hände und jetzt merke ich wie so ein Vibrieren in meinen Händen. Das wird ganz stark, das Gefühl. Und ich merke gerade, mein Bauch ist ganz fest und ich spüre mein Zentrum und ich spüre den Boden unter meinen Füßen. Und ja, es ist Lebendigkeit. Also, Ja, und okay. das finde ich ja, das finde ich ja, da sprechen wir ja auch in der Gestalt schon auch einfach so viel drüber und das ist ja auch eine ganz tolle Möglichkeit, um das auszudrücken. Aber ich glaube halt, dass diese Schnittstelle, und es ist ja nicht umsonst so, dass viele Gestalttherapeuten irgendwie auch dann dieses Thema Körper nochmal auch versuchen, anders zu entdecken und zu integrieren. Ich finde das einfach eine ganz tolle Kombination, ehrlich gesagt. Ja, man kann natürlich, es gibt ganz viele tolle, tolle Kontaktübungen, die man machen kann, wo dann Kontakt und Kontaktgrenze nochmal auf eine sehr, sehr plastische Art und Weise dann erlebbar wird. Ja, also mal, dass man aufeinander zuläuft oder ist dann eher der Therapeut oder Berater, der auf den Klienten zuläuft und so eine Gewahrsamkeit dann auch dafür entwickelt. Ich habe das gerade. Letzte Woche habe ich das mit einer Klientin gemacht, zu sagen, also was ist denn eigentlich deine Kontaktgrenze? Also, Ja, ja, das toll, toll erlebbar mal. ja, da denke ich gerade so, wie schade, ob das auch über Zoom geht, aber jetzt habe ich es ja gerade gemerkt. Ich habe mich ganz wohl gefühlt, ganz weit weg von der Kamera und das war gerade meine Kontaktgrenze so. Ja, spannend. Vielleicht um noch so den Bereich, wo du jetzt ja auch arbeitest, in Organisationen noch einmal abzudecken. Mich würde noch interessieren, was, wenn du Embodiment mehr in Organisationen bringst, was machst du dann mit den Menschen oder um was geht es dann im Unternehmenskontext so? Das ist eine große, das ist eine große Frage. Also erstmal, die Leute kommen ja, also ich arbeite sowohl mit Einzelpersonen, ja, im Rahmen dann von Coachings und arbeite auch mit Teams. So, und erstmal kommen die Leute natürlich nicht, um mit mir über Embodiment zu sprechen, sondern die kommen, weil sie irgendwie eine Herausforderung haben und zu sagen, es könnte hilfreich sein, zu dieser Herausforderung, quasi zu sprechen. So, und das ist erstmal, und da gibt es natürlich irgendwie auch ganz unterschiedliche Leute und ganz unterschiedliche Kontexte, so dass ich auch immer versuche zu schauen, was ist eigentlich gerade angemessen, ne? Also nicht in jeder Gruppe kann man auf dieselbe Art und Weise natürlich arbeiten. So, also was sind auch, also da spielen ja auch solche Sachen wie Scham etc. natürlich irgendwie auch eine Rolle, ne, zu sagen, also was geht eigentlich und was geht nicht. Generell würde ich sagen, es geht viel mehr, als die meisten Leute irgendwie denken. Und Leute sind eigentlich bereit, wenn ich ein gutes Containment auch schaffe, sich auf Dinge einzulassen.
So, jetzt vielleicht, um konkreter auf deine Frage einzugehen. Was ich in Coachings beispielsweise mache, zum einen erzähle ich das den Leuten schon einfach immer relativ früh, ja, dass ich irgendwie auch mit dem Körper arbeite. Und also viele Leute kommen inzwischen deshalb, würde ich sagen, zu mir, genau weil ich das mache, weil die das dann irgendwie spannend finden. So, und die sind dann natürlich schon auf jeden Fall erstmal auch bereit, sich einzulassen. Und ich versuche das einfach auch den Leuten irgendwie zu erklären. Also ich rede ja auch viel mit denen irgendwie über das Thema Stress und wie wirkt sich das eigentlich auf den Körper aus und warum macht es dann Sinn? Bei Entspannung weiß es heute inzwischen natürlich eigentlich jeder, ja. Also jeder weiß und dann kann man das auch erklären, was passiert bei Stress, was ja mit Sympathikus und Parasympathikus. Also ich erkläre den Leuten das auch dann. Polyvagaltheorie ist dir wahrscheinlich irgendwie ein Begriff. Es ist mir nur ein Begriff, noch nicht mehr. Es ist schon öfter gefallen in verschiedenen Podcasts, aber ist, glaube ich, jetzt zu ein weiter Schlenker. Alles gut. Das war jetzt Klugscheißern von mir. Nein, aber so und bei Entspannung ist es den Leuten dann natürlich immer relativ klar zu sagen, warum macht das Sinn und warum kann es jetzt auch mal Sinn machen, sich dann auch jetzt in dieser Coaching-Session, die wir miteinander machen, sich auch zu entspannen, ja, und dann irgendwie dort auch in den Körper zu kommen. Und ja, wenn ich mit den Leuten arbeite, ich baue eigentlich das Thema da ein, wo es irgendwie gerade passt, ja, und also da finde ich, ist genau auch der Gestaltzyklus des Erlebens, den finde ich eigentlich ganz toll. Weil es beispielsweise natürlich auch, also wir nennen das in dem Buch, sprechen wir von Body Hacks. Also wie kann ich eigentlich genau über meinen Körper, auch meinen Geist, auch ein Stück weit aktivieren und beeinflussen? Und wir haben auch aktivierende Body Hacks, ja, wo man sagt, okay, wie pumpe ich mich jetzt eigentlich mal mit Energie voll, um beispielsweise auch so die Energie, die ich auch, wenn ich sage, mir ist eine Sache wichtig und für die möchte ich einstehen. So, dann weiß ich das vielleicht kognitiv, aber dann braucht es ja auch irgendwie Energie dafür. Und so, da kann man auch den Leuten und sagt, boah, das fällt mir häufig schwer. Ja, und dann werde ich plötzlich irgendwie immer kleiner, auch bevor ich dann zu einer Sache spreche. Wenn ich jetzt eine Präsentation mache vor Kollegen oder vor Kunden oder was auch immer. Und da gibt es eine ganze Menge ganz praktische Sachen und Übungen, wie man sagen kann, entweder sich selber zu zentrieren oder sich aber auch einmal ordentlich mit Energie aufzuladen. Könnten wir was zu machen, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, ich habe so im Hinterkopf, dass ich auch noch eine Klientin um 12 jetzt habe, gleich, genau. Ich suche gerade Weiß nicht, aber nach, ich ja. weiß auch noch nicht, ob das deine Frage so beantwortet hat, so zum Thema. So, wie integriere ich das? Ja, also ich habe mich so gefragt, ob du eine Vision hast von einer neuen Kultur, auch im Arbeits- und Unternehmenskontext, was den Körper anbelangt. Weil ich zum Beispiel nach meinem Embodiment-Seminar, ne, habe ich meine Yogamatte fast überall dabei und lege mich auch schon mal an der Bushaltestelle, wenn ich eine halbe Stunde auf den Bus warten muss, auf meine Yogamatte so. Ich meine, ich bin einfach gerade viel mit dem Backpack unterwegs, deswegen ist das vielleicht naheliegender. Aber ich will nur sagen, es ist so eine Körperkultur im Moment in der Gesellschaft, vor allem auch in Deutschland, weil ich auch viel in anderen Kulturen gelebt habe, wo Nähe und Distanz, eine viel körperlichere Nähe auch herrscht in der Gesellschaft. Ob du da irgendein Bild hast, wie. Ja, wie kann man verkörperter quasi leben? Das war, glaube ich, so meine Frage. Ja. Also ich hab ein Bild davon und ich habe natürlich auch also Ideen. Also was wäre vielleicht auch gut oder was würde irgendwie gut tun? Wie kann man auch im Organisationskontext auch noch ein größeres Gewahrsein für sich selber und für den anderen schaffen? So, und damit gehe ich natürlich irgendwie auch raus und damit arbeite ich mit Teams.
Was ich gleichzeitig wirklich wichtig finde bei dem Thema ist, also ich bin da schon auch sehr wenig normativ unterwegs, ja. Also ich sage jetzt nicht, ich greife das jetzt einfach nochmal auf, was du gesagt hast. Wir müssen jetzt alle mit unseren Yogamatten unterwegs sein und müssen vor jedem Meeting erstmal in uns selber reinspüren und wie geht es uns denn eigentlich? Also, weil ich finde, das überfordert auch viele Leute. Und also ich habe da, ich würde sagen, ich habe da eigentlich schon sehr stark auch einen Gestaltansatz. Also jetzt nicht zu bewerten, ist das jetzt gut oder ist das schlecht, was Gruppen da irgendwie machen, sondern zu gucken, wo sind denn die eigentlich gerade und was hilft denn denen eigentlich gerade? Ja, also mal neben der Art und Weise, wie ich das selber mit Routinen etc. mache, bin ich da jetzt nicht, ich bin da auf gar keinen Fall irgendwie moralisch normativ unterwegs, ja, und sagt, so solltet ihr das machen und dann würde es euch besser gehen. Das Ich finde ich glaube, das irgendwie. beantwortet meine Frage. Ja. Also So. das ist nicht meins. Das ist auch etwas, wo ich immer noch lerne, den Menschen da abzuholen, wo er gerade ist. Ja. Okay. Ist gerade bei dir noch ein Thema oder etwas Wichtiges, was wir vielleicht noch nicht angeschnitten haben zum Thema Embodiment offen? Wie ist es bei dir? Guck auch gerade mal, aber nee, ich glaube eigentlich, glaube nicht. Also Ich ich merke meine. gerade selber, mir hat es gut getan, aufzustehen. Nee, ich glaube, wir haben, ja, man kann jetzt über natürlich total viele Sachen weiterreden, aber wir haben erstmal so hoffentlich auch für die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen einen kleinen Bogen, vielleicht einen kleinen Kontaktprozess auch Und wenn man gemacht. noch mehr in Kontakt gehen will, bietest du dann auch Workshops an für, ja, für jedermann, also so in Präsenz meine ich? Also ich habe jetzt keine freien Workshops, die irgendwie auf meiner Homepage stehen oder so, wo man sich dann einbuchen kann. Ich würde einfach immer auch das Kontaktangebot machen, zu sagen, also wenn es Leute gibt, die sich dafür interessieren und dann können die gerne auf mich zukommen. Oder manchmal gibt es in der Tat auch Gruppen, entweder es gibt ja auch ganz verschiedene Arten von Organisationen oder Vereinen etc. Also wenn es Gruppen gibt, die sagen, wir interessieren uns für das Thema und würden es gerne mal ausprobieren, ja, und dann kann man mal Cool. gucken, wie man da zusammenkommt und was man da organisiert. So viel zu Kontaktprozess. Alle Infos zu Julius findet ihr hier nochmal in den Shownotes des Podcasts. Und an der Stelle, würde ich mich ganz herzlich bedanken für deinen Besuch im Gestaltcafé. Danke. Danke für die Einladung. Und vielleicht bis bald in Berlin mal. Ja. Das Tschüss, würde mich Julius. freuen. Ciao. Ciao. Schön, dass du in dieser Folge im Gestaltcafé zu Gast warst. Wie immer lade ich dich zum Schluss ein, in deinen eigenen inneren Dialog mit dem zu treten, was du gerade gehört hast. Bis zum nächsten Mal.